Ja, schönen guten Abend zusammen. Ich finde, wir sollten alle den Humor nicht verlieren. Und ich habe jetzt mal ein Lied von Bodo Wartke rausgesucht über jemanden, der den Humor nie verliert, über den Clown. Was macht der Clown, wenn er mal schlecht drauf ist? Wenn zum Beispiel Gauner dem Clown sein Auto klauen, weil er die Tür von seinem Auto einfach aufließ. Tja, dumm gelaufen für den Clown. Was macht der Clown, wenn er mal keine Lust hat, jeden Tag aufs Neue den Deppen zu markieren, weil er zu Hause zum Beispiel gerade Frust hat? Das kann nicht nur uns, nee, das kann selbst dem Clown mal passieren. Doch ein wahrer Clown kann dann trotzdem lustig sein, denn in der Manege zählt allein der schöne Schein. Er würde zwar manchmal statt zu lachen lieber weinen, aber nein, er muss lustig sein. Denn von einem Clown wird erwartet, dass er lacht und uns unsere Sorgen kurzerhand vergessen macht. Es gibt wahrscheinlich keinen, dem das wie einem Clown so gut gelingt. Doch ich frag mich, wer den Clown zum Lachen bringt. Was macht der Clown, wenn er sich mal wehtut, indem er sich am Löwenkäfig schön das Schienbein stößt? Doch alle lachen, weil er das ja ständig eh tut. Und er hofft nur, den jemand von den Schmerzen erlöst. Was macht der Clown, wenn er voll down und voll verspannt ist, weil ihm seine Frau, wie er erfahren hat, untreu war und mit dem Feuerschlucker durchgebrannt ist? Doch man denkt, wieso? Er lacht doch. So ein Clown kommt schon. Aber dabei tut er nur manchmal so, als ob. Das kann er ziemlich gut, denn das ist ja sein Job. Er macht sich absolut keine Sorgen und kein Kopf, denkt man. Doch er tut nur so, als ob. Ich glaub ja fast, wir haben's besser als der Clown. Denn kaum sind wir mal down, brauchen wir uns ja nur einen Clown anzuschauen. Aber der Clown, was soll er machen? Könnte allenfalls in den Spiegel schauen. Aber das geht nicht.